Hallo und herzlich willkommen. Ich brauche meine Ohrstöpsel. 1.17.1. Ja, jetzt ist okay. Jetzt höre ich wieder Kühe. Sehr gut. Heute in der heutigen Folge, nachdem wir letztes Mal den Rasen, den zukünftigen hier verlegt haben und das Ganze auch schon tatsächlich sich so ein bisschen ausbreiten tut, wollen wir noch mal hier hinten hingucken. Warte mal, ich brauche noch wieder. Das User-Interface, sehr gut, ja. Wollen wir noch mal gucken, ob wir irgendwo in der freien Wildbahn noch weitere Kühe zum, ja, ich sag mal, Schlachten finden, da wir mehr Leder benötigen. Bam-badam. So. Oh, hier ist auch noch sehr schöne Erde. Mal gucken, was hinter dem Mesa ist. Obwohl, vielleicht sollten wir das nicht gucken, wenn gerade die Sonne untergeht. Dachte, hier wären nur Höhlen, aber hier ist tatsächlich nur braunes Terrakotta. Oh, da ist noch mehr von dem Zuckerrohr. Da hinten ist. Das sind Bäume. Okay, das Mesa ist ziemlich riesig, so wie es aussieht. Da hinten geht es noch weiter. Okay, dann kehren wir erstmal wieder um und versuchen zu schlafen. Okay. Ah, shit. Okay. Das ist ein Skelett, überall sind Monster. Und hier komme ich jetzt nicht rauf. Sehr gut. Sehr gut. So, da ist mein wunderschönes Häuschen. Gut, dann holen wir uns mal die Karte wieder, damit wir zurückfinden. Und ich glaube, ich fahre mal mit dem Boot wohin und gucke, ob ich tatsächlich noch vielleicht die eine oder andere Kuh finde. Vorzugsweise Kuhherde.
dann vielleicht noch ein paar exotische Bäume. Und zwar müssen wir ja nach Süden, weil im Norden haben wir schon alles soweit abgesucht hier. Dann bleiben wir zwar nicht wirklich in der Nähe von unserem Rasen, der sich ausbreiten soll, und unserer Fabrik, die weiter Zuckerrohr herstellt bzw. erntet, aber das müssen wir dann halt mal irgendwie in Kauf nehmen. Ach, warte. Ich will das Boot hier hinsetzen. Da, geht doch. So, das. Oder das. Fisch oder Tintfisch oder Wasserzombie, wer weiß. Ich glaube, ich fahre tatsächlich nach Norden und nicht nach Süden hier. Ja, Süden ist da. Interessant, okay. Dann gucken wir halt hier im Norden rum. So, dann schauen wir mal. Aha! Bienen! So, die könnten wir theoretisch umsetzen, aber dazu brauchen wir Silk Touch, das haben wir immer noch nicht. Also lassen wir die Bienen erstmal in Ruhe. Da sind tatsächlich Kühe. Es ist unglaublich. Mal gucken, ob wir hier noch mehr Kühe finden in diesem lustigen Welt. Oh, da ist ein Dorf. Da hinten ist ein Dorf. Vielleicht haben die rote Beete in dem Dorf. Das wäre doch mal... Das wäre doch mal was. Das wäre ein neues Gemüse, was uns noch fehlt.
Was uns auch noch fehlt, sind Melonen und Bambus. Aber die werden wir wahrscheinlich nicht in einem ebenen Biom finden hier. Da brauchen wir einen Urwald zu. Ja gut, und Kakao. Aber für Kakao, Kakao ist noch komplizierter anzubauen. Oh nein, hier sind Pferde. Und ich habe keinen Sattel mit. Ah! Hier sind die Pferde. Wo sind wir auf der Karte? Mal gucken. Dort, okay. Hier sind also Pferde. Pferde, die ich allerdings sowieso nicht rüberkriege, weil man kann nicht auf Pferden reiten und die Pferde können dann schwimmen gleichzeitig, sondern man muss sie an der Leine führen. Und ich habe keine Leine. Aber hier wäre zum Beispiel ein Pferd. Das ist doch mal cool, oder? Ja. So. Dann wollen wir mal gucken, was die Leute hier so haben. Vielleicht kann man da ja irgendwas von gebrauchen. Karotten. Okay, Karotten haben wir schon. Das war. Ja, und da fiel mein Mikrofon aus und ich habe zwar weitergeredet über anderthalb Folgen von Let's Play Minecraft, aber das Mikrofon hat diese Daten leider nicht aufgenommen und abgespeichert. Darum muss ich jetzt wie ein Synchronsprecher quasi oder wie ein Dokumentarfilmer mir meine eigenen Aufnahmen angucken und drüber kommentieren, damit am Ende eine einigermaßen gute Tonspur ist. Das ist dumm, weil ich muss jetzt quasi alles nochmal gucken und ohne was machen zu können, muss ich drüber reden und erklären, was ich hier mache, wie ich hier zum Beispiel gerade dieses kleine Dorf ausraube. Was ich gerade sagen wollte, als der Ton abgebrochen ist, ist, dass ich rote Beete gefunden habe. Das ist ein weiteres Gemüse, das uns fehlt. Wir brauchen dann nur noch, ja, hier haben wir einen Alchemiestand in dieser Kirche, den könnten wir abbauen. Wir überlegen das gerade, aber wir entscheiden uns, das nicht zu machen, weil wir den momentan sowieso nicht benutzen können. Ja, aber gut zu wissen, dass hier einer ist. Da kann man dann später hinkommen. Ja, und hier entdecken wir Bücherregale, die wir natürlich sehr gut gebrauchen können für unseren Enchantment Table. Darum nehmen wir die gleich mit. Ja, ich wollte noch weiter kommentieren zum Gemüse. Also rote Beete ist eins der fehlenden Gemüse, die wir noch nicht haben. Was uns auch noch fehlt, sind Melonen, haben wir noch nicht. Wir haben noch keinen Kakao. Und die Sachen, die man im Nether anbauen kann. Es gibt da Netherwurzel, die kann man anbauen, aber dazu müssten wir im Nether dann erst eine Festung finden. Ja, das ist wie gesagt alles sehr dumm, dass ich das alles nochmal erzählen muss, weil es habe ich im Prinzip schon. Das einzig Positive daran, Entschuldigung, ich musste das Mikro ein wenig bewegen. Das einzig Positive daran, dass ich eine neue Tonspur draufsetzen kann, ist, dass ich jetzt die Hände frei habe, anders als beim Spielen. Und nebenbei Gitarre spielen kann. Von hier.
versuche hier auf jeden Fall irgendwie wieder nach Hause zu finden, wie man gerade sieht, weil es ist Nacht geworden. Und es ist sehr schade, wenn ich die roten Beetesamen verlieren würde. Nachts im Wald, beschossen von Skeletten. Das muss ungefähr die richtige Richtung sein, weil dort das Eis ist. Im Boot sind wir relativ unangreifbar. Schön. Doch wo geht's lang? Da ist unser Haus. Ah, okay, das reicht erstmal mit Gitarre. Vielleicht passiert hier ja was. Ah, sieh an, da ist ein Händler. Beziehungsweise da sind seine Pack-Alpakas, Alpak-Parkas, wenn man so will. Und der Händler selbst. Ist zwar zu hören, aber nicht zu sehen, weil es ist Nacht und darum hat er sich einen Unsichtbarkeitstrank reingepfiffen. Das heißt, wir müssen warten, bis wieder Tag ist, damit wir mit dem Händler sprechen können.
Genau aus diesem Grund wollen wir jetzt nach oben gehen und schlafen, denke ich mal. Ja, genau, das ist jetzt an der Zeit. Und ja, dann mal sehen, was am nächsten Tag los ist. Schauen wir mal. Gut, jetzt gehen wir wieder die Treppe runter und ohne ein Frühstück zu nehmen oder das Bad aufzusuchen, nehmen wir uns stattdessen nur unsere Smaragde, die die Währung sind in diesem Spiel, wenn man mit Nicht-Spieler-Charakteren handelt. Oh, und es scheint aber, der Händler wurde leider von diesem kleinen Zombie umgebracht in der Zwischenzeit. Ich hätte gedacht, er kann auf sich aufpassen, aber das Gute dabei ist, dass wir die beiden Leinen von den beiden Alpakas aufsammeln konnten. Und mit denen können wir jetzt nämlich Pferde holen. Weil, wenn man Pferde übers Wasser bringen will, braucht man Leinen, da man Pferde im Wasser selbst nicht reiten kann. Man wird dann runtergeworfen. Das Pferd kann zwar schwimmen, aber das Pferd kann nicht schwimmen, wenn man drauf sitzt. So, also gehen wir mal hier hin. Ich denke mal, jetzt suchen wir, wo unser Sattel ist. Nicht ganz sicher, wo wir den Sattel hingetan haben. Aber vielleicht wollen wir auch erstmal die roten Beete einpflanzen, bevor wir losgehen. So einfach lässt man sich ablenken in diesem Spiel. Oh ja, hier gibt's auch, hier könnte man auch erstmal die Bücherregale aufstellen. Genau. Dann brauche ich jeweils 3 Bücher und 6 Holz für ein Bücherregal. Ich glaube, ich versuche das optisch ansprechend zu machen hier. Ja, okay. Unbreaking 3, aber man braucht 28 Level dafür, die wir momentan nicht haben. So, jetzt schauen wir mal hier, ob wir das schon ernten können. Sieht so aus, das meiste ist schon soweit fertig gewachsen. Sehr gut. Dann können wir hier mal ein rote Beete hinsetzen. Und dann das erstmal wieder in Ruhe lassen. So, das nächste war jetzt den Sattel finden. Und den ganzen Quatsch, den wir momentan im Inventory haben, daraus entfernen, damit wir Platz haben. So, das ist ein Entzauberer, den setzen wir hier hin. Der passt hier oben beim Verzauberungstisch sehr gut hin. So, hier kommen erstmal wieder die... Und hier das Fleisch rein. Leder, weiß ich nicht, ob das hier reingehört. Ja. Interessant. Sortieren. Das YouTube-Video. Genau, dann machen wir noch ein paar Bücher und daraus machen wir dann jetzt noch ein Bücherregal und das stellen wir oben hin und dann sollten wir 30 Level haben. 30 Level ist die maximale Verzauberungsstärke und damit ist unser Bücherregal, auch wenn auf der einen Seite weniger Bücherregale stehen als auf der anderen, damit wäre es dann quasi fertig. Und wir brauchen jetzt nur noch die Level kriegen, um hier quasi Sachen zu verzaubern. Und die Level kriegt man am besten mit einer XP-Farm, für die wir einen Monster-Spawner finden müssten. Ich glaube, wir haben eine gute Chance, dass wir im Mesa einen Spinnen-Spawner finden. Spinnen sind aber so eine Sache, die sind relativ kompliziert
zu bauen, die Spinnenspawner. Da die Spinnen irgendwie klettern können, im Gegensatz zu anderen Monstern. Da sie flacher sind als andere Monster und da sie teilweise giftig sein können, wissen wir jetzt nicht so ganz, ob wir das so machen wollen oder nicht. Aber man kann es ja mal versuchen, nicht? Ja, während ich hier sortiere, kann ich vielleicht noch ein paar Tonleitern spielen zur allgemeinen Entnervung. Oh. Ist das Dorf. Okay. Es dauert immer ein Weilchen, bis man irgendwo hinkommt. Und wenn wir daran denken sollten, dass wir bei uns im Pilzmeser vielleicht ein Dorf ansiedeln, um Bibliothekare dort zu bekommen, wo wir dann wichtige Zauberbücher kaufen können für unsere Smaragde und ein paar Farmen,
wo wir unsere eigenen Agrarprodukte in Smaragde umtauschen können, dann müssen wir hier den ganzen Weg, den wir jetzt gerade gelaufen sind von unserem eigenen Haus, den müssten wir dann mit einer Bahn verbinden, damit wir diese Leute dorthin bekommen. Aber das ist ein Projekt für einen anderen Tag. Erstmal, wie wir hier sehen, zähmen wir dieses Pferd oder versuchen es zumindest. Ja, siehst du, so einfach geht das. Man steigt ein paar Mal auf, ohne, wie sagt man, ohne was in der Hand zu haben. Und dann sieht man diese Herzchen und dann hat man das Pferd gezähmt. Und jetzt können wir hier mal entlang reiten und gucken, ob wir noch eins finden. Weil wenn wir zwei Pferde haben, können wir eine Pferdezucht aufmachen. Okay. Denn dieses Pferd ist nicht besonders toll. Es hat irgendwie nur 9 Herzen. Da ist ein Esel. Sehr gut. Also könnten wir Mulis züchten. Das ist prima. Das fangen wir mal mit dem Lasso ein. Zack. Und dann versuchen wir damit, während es dunkel wird, unglücklicherweise, nach Hause zu finden. Mal schauen, ob wir das in den verbleibenden 4 Minuten schaffen, die dieses Video noch dauern wird. Ich sage es jetzt an. Wenn euch diese neue Art und Weise, ein Video aufzunehmen, gefallen hat, da ist das Lasso gerissen, dann liked das Video doch bitte jetzt schon mal und vielleicht hinterlasst ihr einen kleinen Kommentar mit mir gefällt dieses Dokumentar-Style-Gitarren-Quatsch-Ding gut oder mir gefällt dieses Dokumentar-Style-Gitarren-Quatsch-Ding schlecht oder bitte nur Gitarre oder bitte keine Gitarre mehr oder warum spielst du nicht Flöte? Das ist alles im Rahmen der Kommentare, die ihr hinterlassen könnt. Und da sind Spinnen, das ist nicht so gut. Und wir müssen darauf achten, dass das Lasso nicht nochmal reißt, aber bis jetzt sieht es ganz gut aus. Da sind Kühe, die sind nicht feindlich, auch nicht in der Nacht, im Gegensatz zu Spinnen. Jede Menge Zombies, meine Güte, was ist hier los? Aber das Lasso hält. Es ist 14.30 Uhr, das Lasso hält. Okay, sehr gut. Ja, dann schauen wir mal, wo wir hinkommen hier. Im Grunde genommen hätten wir die Folge schon längst schneiden müssen, aber... da hinten ist das Dorf, okay. Und jetzt werde ich auch noch beschossen hier. Okay. Hau ab. Ja, das wäre natürlich ungünstig, wenn wir jetzt gerade die beiden Esel, die beiden, was ist das Gegenteil von Paarhufern? Einhufer? Hufeiner? Die beiden Pferde oder pferdeähnlichen Kreaturen, die beiden Reittiere, nennen wir es beiden Reittiere. Wenn wir die jetzt gefunden hätten und dann erschossen werden. So, jetzt geht's übers Wasser und das heißt, ich muss beide an der Leine nehmen, weil, wie schon bereits erwähnt, kann man nicht gleichzeitig reiten. Und da ist ein Eiswasser-Zombie, ein Zombie, ein Unterwasser-Zombie mit einer Angel. Ja. So. Vielleicht könnten wir auf dieser Sandbank warten, bis der Tag wieder anbricht. Aber so wie ich uns kenne, machen wir das nicht. Oder machen wir das? Gucken erstmal, wo wir hin müssen hier. Ist alles ein bisschen schwer zu... Normalerweise könnte ich den Informationsbildschirm anmachen, aber das sieht hässlich aus im Video, darum lasse ich das meistens. Ja, schauen wir mal. Ich denke mal, das ist doch jetzt das Ende des Videos.
Also, wie gesagt, like das Video und schreibt einen Kommentar, wenn ihr mögt. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal, wenn ich dann gleich von Anfang an kommentieren muss, weil die ganze Folge ist das Mikrofon aus gewesen, ohne dass ich es gemerkt habe. Ja, ein weiteres Ding, wo ich darauf achten muss.